Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Im letzten Part haben wir uns die ein oder andere Raserei erlaubt. Zeit für eine Runde Interceptor. Alter, ich sehe mich in einem Fett, ich sehe mich in einem Geilen. Ich sehe mich in einem schönen Lamborghini. Ja, zwei Nagelbänder und zwei Straßensperren, alles klar. Officer verfolgen einen grünen Lamborghini auf dem West Beach Freeway. Der Vorteil ist, dass Nitro bei mir immer lädt. So. Straßensperren einhalten direkt vor euch in Stellung. Und genau jetzt habe ich auch noch gecrashed. Jawohl. Komm schon, Sperre in das Laden auf. Geht doch! Trotz getroffenem, trotz EMP-Treffer. Geht doch! War mein Lamborghini doch stärker? Obwohl, ich hatte ein bisschen Unterstützung. Oh, neues Fahrzeug! Der Dodge Viper SRT 10. Nice! 600 Pferdestärken. Huhu! Ich hoffe, die können wir mal austesten. Ja, die haben wir doch schon ausgetestet, ich Inter. Aber hey, wir sind nur noch mal im Snake Pit. Fünf Verhaftungen und ich hab's geschafft. Tja, bei drei haben wir das letzte Mal stecken geblieben. Und bei 3:46 war Schluss. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf der Rockingham Road.
Fahrzeuge beschädigt. System überlassen, Herr Jack. Seid ihr okay? Ach. Verdächtiger setzt Nägel ein. Erbitten Verstärkung. Nice! Getroffen! An alle Einheiten. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Aua! Abgeworfen ist nach. So! Habe einen Strafzettel ausgehändigt. Aber ganz schön metallernen Strafzettel. Ich habe nicht mehr viel Energie, muss noch drei Raser stellen. Nägel auf der Straße, an alle Einheiten, seid vorsichtig. Ah, total Schaden. Ich konnte dem EMP nicht mehr ausweichen. Probieren wir nochmal. Gut, EMP hat mich verfehlt, weil ich ins Nagelband gerauscht bin. So, der Gelbe war mal gar kein Problem. So, der war auch weg. Nagelband
sind einsatzbereit. Verstehen wir, einsatzbereit und Ladeband an eurer Position. So. Der ist auch schon gestellt. Damit war... Vorteil ist, jetzt kann ich aufpassen und muss schauen, dass ich die Nagelbänder reindrücke. Ich habe noch 8 Nagelbänder für 2 Chaoten. Anerkennung. Probieren wir nochmal. Und im dritten Anlauf kann es sein, dass wir dann aufsteigen. Ich war einfach zu aggressiv, das ist mein Problem. Ich muss ganz locker fahren. So, den bin ich jetzt zweimal rein, der ist weg. Zentrale, ich glaube, der macht uns keinen Ärger mehr. Ziel hat ein Nagelband abgeworfen. Die Situation ist äußerst gefährlich. Der Verdächtige hat Nagelband umfahren. So, den haben wir. Der ist gar kein Problem. Nagelband einsatzbereit. Alle Einheiten. Freigabe für 1076 erteilt. Ich wiederhole. Freigabe für Nagelbänder. Over. Einfach nur hinter ihn kommen und schon bin ich dem EMP ausgewichen. So. Der macht nichts mehr. So.
der macht erstmal auch eine Weile weniger Ärger, weil der ist... Oh, total Schaden. Immerhin sind wir jetzt Level Up. Hat doch was Positives. Patrolman Level 2. Alfa Romeo El Capitone Highway Streife. Nice. Ja, Snake. Joa, fehlt noch ein bisschen was. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht über die Wand knutsche. Eins zwanzig fünfunddreißig ist mein Rekord mit dem Ding. Wir haben eine Situation mit hoher Priorität. Bitte sofort zum Einsatzort. Na geht doch! Schön reingedriftet. 1,11. Gut 10 Sekunden habe ich mir abgenommen. Na geht doch! Na geht doch! Weil der Junge geht auf der Geraden ab. 2,30 gibt es die Auszeichnung und die Belobigung und Anerkennung, wenn ich ihn gestellt habe. Immer konzentriert schauen, wann der seine U-Turn-Manöver macht. Hatte Kontakt. Nagewand einsatzbereit. Alle Einheiten. Freigabe für T-76 erteilt. Ich wiederhole. Freigabe für Nagelbänder. Over. Waffensysteme nicht einsatzbereit. Okay.
Roger. 1073 freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Straßensperrenmeldung 1050. Alle vorrücken. Warte Kontakt. Mein Wagen ist beschädigt. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Ja, gib doch! Sogar ein Gold! Nice! Ja, wurde eher brutal gestellt. Nice! Gold ist doch die schönste Farbe. Ich glaube, deswegen hatte jeder König gerne Goldkrone. Goldkrone gehabt. Klingt ja gerne mal. Nice, was kriegen wir denn Feines? Oh, Bentley Super Sports. Oho. Der extremste Bentley aller Zeiten. Dem 177. Die 1,51 schaffe ich nur, wenn ich jetzt nicht mehr Crashe baue. Oder nicht mehr so stark kollidiere. Dann kann ich die 1,51 noch schaffen. Ich wäre zumindest froh, wenn ich auf Silber gehe, sage ich ganz ehrlich. Ja, da liegt der Wagen im Feld. Thank you.
Ja, geht doch. Die Mission wenigstens in Silber. Fortschritt ist erkennbar. Auch mit dem Wagen. Ein gewisser Fortschritt ist wohl erkennbar. Ist noch geil, Messe oder wie die Mission heißt? Dann nehmen wir doch gleich die Viper. 414 muss ich, darf ich Max, muss ich haben für Gold. Wenn ich drunter bin, ist gut. 430 für Silber und 505 für Anerkennung. Mach da feste gerade gemütlich Streife und kriegst die Info. Ach, ja. Ja, konnte ich mal nicht richtig driften. Vorteil auf der Geraden kann ich richtig schön aufs Nitro, kann ich richtig schön auf die Pulle drücken. Aua! Wenn ich gerade dabei bin, schön mein Nitro wieder aufzuladen. Und wirklich schön die... Und erstmal... Und übrigens mal nicht mit dem Porsche reingeintet. Ich inter. Aber hey. Weil jetzt wird es nämlich richtig spaßig. Ich sag's mal so, das Rennen bin ich froh, wenn ich mit Silber abschließe. So, da lang. Ja, meine Uhr geht jetzt auch grad. Mit dem Hinweis, ich soll auch bitte den Part zu Ende bringen. Trotz Zeitstrafen.
Geil, Messe. Das geht doch. Na, was kriegen wir denn als Belohnung? Mercedes-Benz LS AMG. Hoho. Ja, den nehme ich gerne. Und genau damit werde ich den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ja, wir konnten einiges endlich wieder auf Gold holen. Und ich sag bis dann. Ciao, ciao.